Von der Weiden hört man schon die Geister. Das ist eine grausliche Geschichte. Ist das ganz frisch? Ist ganz frisch. Wann hoppe oder wo habt ihr es denn her? Nein, das, da haben wir gerade hinten, da haben wir halt hinten einen zerlegt, der war ein bisschen goschert und der Rest, den haben wir gleich eingegraben, aber das haben wir sich geholt. Das war der Position? Nein, der Horror-Clown, was da umgekehrt ist. Ja, ja. Jetzt ist er weder Clown noch Horror. Was da so drinsteckt in so einem Viecher, gell? Das hört die Leute sagen, meine Arbeit ist gefährlich, ob das gefährlich ist. Ich meine, ich habe einen großen Garten. Das ist die Scherin. Schaut da gut aus. Da schaut einer aus dem Mistkiwi raus. Da hängen sie um. Der blinkt auch fest. So viele schiere Leute auf einen Haufen, wer steckt denn da drunter? Ist da die Rotensteiner, nicht? Seines Zeichens Stadtrat. Fürst der Finsternis. Das ist überhaupt die halbe die Gemeinde. Da sieht man in Erich Rudolf, na, der schaut normal aus. Der hat sich nicht, da können wir ein bisschen mit Ruhe ausschmieren. Okay. Und wenn schiere Leute, also da sein sollen, dann kommen sie von der Gemeinde. Da haben wir einen Helmut Wilschka, seines Zeichens Kulturstadtrat. Was hast du da für einen geilen Mantel eigentlich? Ja, das ist. Der ist Kappe da oben, sieht man gerade. Und unser Finanzminister, ja. Das ist ein schöner Mantel. Siehst du, wieder ausschaut. Ja, das letzte Hemd. Ah, ist Gott sei Dank eh was drunter. Das letzte Hemd. Und da haben wir auch noch ganz mit dem Schirchen. Hallo! Hi. Ist ganz schüchtern. Ja. Das ist der bessere Hälfte, gell? Die viel bessere, ja. Das ist eigentlich schon das bessere zwei Drittel. Naja. Das Ganze spielt sich da zu Halloween am Berg in Bern davon, bei Helmut Wilschka. Jetzt warten wir noch auf die anderen Geister, werden noch etliche vorbeikommen, glaube ich, oder sind schon vorbeikommen. Ein paar waren schon da. Ein paar waren schon da, aber die Kinder trauen sich momentan nicht wirklich so her. Also ich glaube, wir müssen wirklich ganz fürchterlich ausschauen. Ja, der Erich schaut normal aus, aber wir... Im Erich stehen wir jetzt auf die Straßen. Ja, ich habe einen Schädel, brauchen wir, damit die Leute kommen. Aber da ist alles da, was man so braucht. Lagerfeuer. Und da hängt ja auch was ganz was Schierges um. Der stört, der bewegt sich richtig. Und da sind etliche Verkleidete da, gell? Mit Baseballschläger, alles was man so braucht. Horrorclown hat auch Mut. Ich kenne sie nicht. Super! Wo wart ihr schon überall? Nirgendwo. Nirgendwo? Ist es Fuß? Das filmt, ja. Ah, hallo. Ja. Müsst euch bewegen ein bisschen dabei. Abonniert sie nicht mehr. Wo kommt das rein? Auf Trito, Online-Zeitung. Ah. Tristingtaler. Ich hab lieber nichts sagen sollen. So. Wow. Achtung, das ist ein Service, gell? Habt ihr schon viel gekriegt? Wo wart ihr schon überall? Erzähl mir ein bisschen was. Ihr seid ja süß. Wo wart ihr schon überall? Wo? Pax Kaxe, das Licht wird da nix. Und wo warst du schon? Redst nix, gell? Bist der schweigsamer Geist. Und du? Redst du auch nix? Ja. Redst du auch nix? Nein? Oh ja schon, gell? Hast du schöne Sachen gekriegt? Ja. Ja? Habt ihr viele Sachen schon? Viele Süßigkeiten? Ja. Ja? Ja, super. Ich bin hier. Der war auch noch goschert vorher. Steckt er da drin? Wie fühlt man sich so als Horrorclown? Gut? Gut. Gut? Ja. Haben Sie schon belästigt, die Leute? Ja. Ja? Ist ein harter Job, gell? Ja.
Und machst weiter als Horrorclown nach Halloween auch oder hörst du dann wieder auf? Ja, ich höre dann auf. Hörst dann auf? Und das ist der Weg da? Genau. Ja. Super Sache, gell? Hast du schon viele Leute geschreckt? Nein, gell? Oder? Nicht so viele. Nein, nicht so viele? Ja, später. Ja, später in der Nacht erst. Ja. Okay, gut, danke, gell? Viel Vergnügen noch. Viel Vergnügen. Ein Clown haben wir gerade. Der fällt euch eh schon. Ja, war er noch da? Erndorf ist ein Clown weniger. Der liegt im Garten hinten, aber wir haben ihn schon. Ah, gut gemacht. Der hat bei mir gerade das letzte Interview gemacht. Jetzt liegt er schon da. Ja, das andere ist mir. Ist ganz frisch. Dir, die fehlt dir ernst. Von Opel, ganz frisch. Fleisch Opel. Darf es haben, bitte? Ich hab noch voll Speicher. Du brauchst eigentlich hier. Wollt ihr noch was essen? Mal. Die Arme, liebt auch Brot. Hallo du, wie geht's dir? Ja, einmal im Jahr ist Montag, gell? Und wie schmecken die Chips? Nicht, dass er das weg isst. Ja, ja, gut, ja. Du musst ihm schon füttern ein bisschen. Kriegst du noch einen Punsch von mir? Prost, ja. Jetzt wird er eh gesoffen, dann wird er auch wieder anschätzen. Ja, ja. Ja, schau, jetzt ist der Koffer. Jetzt ist er betrunken. Na komm her, ich hüpfe wieder auf. So. Oh mein Gott! Da ist noch das Herz und noch das Hirn. Aber ich habe gedacht, das Aber die Innereien wollen wir nicht. Das haben wir überlassen. Was wollt ihr noch? Wollt ihr einen Punsch? Ganz genau. Und fürcht euch? Nein, gell? Hallo, hallo. Wir machen es gestern. Ist du da keine Gäste? Ja. Ist das schön, das Halloween? Ja? Was haben die da in der Hand über dir? Ha? Super Sachen, ha? Ganz grausliche Sachen, gell? Das ist das letzte, Kind, das wir gefressen haben. Super, gell? Jetzt muss deiner, mach einer du ein bisschen Angst, ha? Machen wir was grauslich. Schau, wie sie die fürchten. Magst du es noch einmal? Noch einmal? Super hast du das gemacht. Danke. Thank you.
Ah. Ah.